Ich will mich mit drei Themen beschäftigen: Debatte um Euro-Rettung, Debatte um Rentenpakt der Bundesregierung und Debatte um Umgang mit Steuerflüchtlingen. Heute beginnt Angela Merkel ihr letztes Arbeitsjahr. Nebenbei bemerkt, ob es auch ihr letztes Jahr als Kanzlerin ist, ob ihr Vertrag verlängert wird, hängt ganz stark von der SPD ab, ob sie tatsächlich links blinkt und rechts abbildet oder ob sie es ernst meint mit ihrem Vorhaben, ihr Programm auch nach der nächsten Bundestagswahl umzusetzen. Kaum einen Tag aus dem Urlaub zurück, werden viele Probleme auf Angela Merkel, geht die Debatte um die Euro-Rettung neu los, auch kontrovers los in der schwarz-gelben Bundesregierung. Diese Debatte hat Frau Merkel selber verursacht, wie keine andere. Steht sie für ein offenkundig falsches Rezept der Krisenbewältigung und sie hat dieses Konzept für ganz Europa erzwungen. Merkel ist das Gesicht dieser Krise. Von ihr stammt der Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa. Vergessen hat sie zu sagen, dass sie dann auch persönlich gescheitert wäre. Die Euro-Krise geht nach unserer Auffassung in den nächsten Wochen in die entscheidende Phase. Entscheiden wird sich, ob die Eurozone als Ganzes tatsächlich überleben wird. Wir erleben gegenwärtig einen Kampf der Spekulationsmärkte gegen die Staaten in der Eurozone. Solange die effektivsten Waffen, nämlich die konditionierte direkte Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank an die Staaten, der Schuldenschnitt und eine drastisch höhere Reichensteuer nicht eingesetzt werden, hat die Politik gegen die Finanzmärkte keinerlei Chance. Um es klar zu formulieren, die Debatte um Gemeinschaftsschulden ist verlogen. Wer für den ESM gestimmt hat, hat auch für Gemeinschaftsschulden gestimmt. Wir als Linke waren als Einzige dagegen, weil wir es nicht für hinnehmbar halten, dass die Arbeiter und Angestellten, die Rentner und Rentnerinnen in Deutschland für Bankschulden in ganz Europa haften. Wir haben Nein gesagt, weil wir gegen Gemeinschaftsschulden sind. Die Alternative zur Vergemeinschaftlichung der Schulden ist eine deutlich höhere Reichensteuer in Form einer Millionärsteuer und in Form einer Vermögensabgabe in ganz Europa. Die Alternative ist relativ einfach. Wir entscheiden, ob wir Geld drucken oder Geld umverteilen. Wir sind eindeutig für die Umverteilung und gegen das Gelddrucken. Wenn das Bundesverfassungsgericht eine Volksabstimmung anordnet, ist der ESM praktisch tot. Die Bevölkerung wird nicht Ja zu Gemeinschaftsschulden sagen. Dann ist es höchste Zeit für einen Plan B. Zweitens, die Debatte um das Rentenpaket der Bundesregierung. Ursula von der Leyen's Rentenpaket ist eine Mogelpackung, weil es keines der Probleme um die Rente, insbesondere um die Frage der armutsfesten Rente, löst. Die Zuschussrente hilft ausgerechnet denen nicht, für die sie gedacht ist. Auch die sogenannten Alternativen der SPD kranken an demselben Problem. Wir sind schon überrascht, dass keinerlei Rücknahme des Renteneintrittsalters mit 67 erfolgt. Und was die angesparten Jahre betrifft, beziehungsweise die Jahre, die eingezahlt werden müssen in die Rentenversicherung, geht die SPD sogar von einer höheren Anzahl aus als Ursula von der Leyen. Die Alternative der Linken ist klar. Wir sagen Verzicht auf die Rücknahme der Beitragssenkung. Im Übrigen geht es da um 10 Euro im Durchschnitt. Das könnte man leicht gewinnen, indem man tatsächlich die Praxisgebühr abschafft. Dann würden die Leute diese 10 Euro zurückerhalten. Ansonsten sind wir der Meinung, wir brauchen eine echte Rentengarantie, das heißt tatsächliche Anpassung der Renten an die Lohnentwicklung. Wir brauchen die Rücknahme der Rente mit 67. Und wir brauchen eine armutsfeste Mindestrente, die diesen Namen auch tatsächlich verdient.
Die Debatte um den Umgang mit Steuerflüchtlingen ist an vielen Stellen unehrlich. Wenn Schwarz-Gelb sich gegen die effektive Verfolgung von Steuerhinterziehern wehrt, dann liegt doch der Verdacht nahe, dass sie damit Großspendern an ihre eigenen Parteien schützen wollen. Wenn die SPD den Kampf gegen die organisierte Kriminalität ausruft, dann verschweigt sie die eigenen Defizite. Erinnern wir uns einfach daran, dass sie selbst dazu beigetragen hat, dass diese Steuerflucht möglich ist. Es ist vollkommen richtig, wir haben es hier mit organisiertem Steuerbetrug zu tun. Banken und Steuerflüchtlinge verbünden sich, um dem Staat das vorzuenthalten, was ihm tatsächlich zusteht. Das gegenwärtige Prinzip lautet, der Ehrliche ist der Dumme. Wenn ein Arbeiter mit seinen Steuern in Verzug gerät, wird er bestraft, dann wird sein Konto gepfändet. Wenn ein Millionär nicht zahlt, dann wird ihm die Hälfte geschenkt. Wir sind dafür, dass der Staat alle Mittel einsetzt, um Steuerflüchtlingen und Beihilfe von Banken das Handwerk legt. Das ist im Übrigen alles ein Fall für die Staatsanwälte und für die Polizei, nicht für zwischenstaatliche Vereinbarungen. Ich bin dafür, dass wir nach dem amerikanischen Modell vorgehen. Wer hier alle Vorzüge nutzt, um Geld zu verdienen, aber keine Steuern zahlen will, der kann auch nicht die Rechte eines deutschen Staatsbürgers haben.